Herzlich willkommen zurück zu Let's Play DMC Devil May Cry. Wir sind jetzt in Episode 26. Das könnte hingehen. Wir sind jetzt im Mundus-Turm und es geht mit großen Schritten Richtung Finale. Wir haben noch 3 Missionen vor uns. Wie Parts es werden, weiß ich nicht. So von dem, wie es jetzt hier ausschaut, mit 3 verlorenen Seelen wird das wahrscheinlich einer. Mal gucken. Werden wir schon sehen. Wir sind jetzt im Mundus-Turm hochgeklettert. Im letzten Episode ist nicht viel passiert, als dass die Hunde damit gestorben bin. Aber es wird sich zeigen. Wir werden sehen, was passiert. Es ist wieder im Moment noch blind. Kommt darauf an, wie stark ich jetzt hier sterbe. Und ich weiß auf alle Fälle vor der Nacht. Bevor wir zum Oberdämon gehen, werde ich nochmal offscreen, wie sie es nennt, Punkte sammeln und Sternchen kaufen. Aber mal gucken, jetzt geht's weiter. Im Versteck des Dämon. Ich glaube nur nicht, dass wir dort sind. Aber jetzt schau dich meine neue Sanduhr an. Ich habe mir so digitale Sanduhr gekauft. Oh, Pentagramme, Sonne. Du hast es geschafft. Sind gar kein schlechtes Team. Ich bin stärker. Ich bin schlauer. Ich sehe besser aus. Ich denke. Es ist hinter der Tresortür. Lassen wir nicht warten. Und ich habe den größeren Schwanz. Hey, manchmal doch cool, vielleicht muss ich am Anfang mal umzudrehen. Du hast nur gesehen, dass da hinten so ein Beutelchen hängt. Oh oh. Was ist los? Die wissen, dass wir kommen. Genau wie Cat gedacht hat. Also, was sollten wir doch gleich tun? Wir starten die Notfallgeneratoren in Nimbus, um das System zu überlasten. Dann stehe ich die Quantenverschlüsselungsalgorithmen. Das ist es. Aber, kannst du den ersten Teil wiederholen? Gut. Du musst die Generatoren anwerfen? 4 Stück, richtig? Ja, genau. Einen in jedem Tunnel. An die Arbeit. Okay. Da ist ein Loch im Boden. Machen da Loch rein. Ah. Man merkt, dass man Richtung Endgegen kommt. Sie verteilen jetzt hier mehrere rote Kugeln. Oh, ich weiß, dass wir jetzt, wenn wir da reingingen. Ach, das ist verlorene Seele. Mein letzter Hoch. Halleluja, wie kommen wir jetzt da hoch zur Seele? Das war klar. Oh, das ist... Oh, das sind ja die fliegenden Ratten, sind auch dabei. Ja.
Schlüssel rüber. Och, das ist neu. Hey, was soll denn das? Da ist ein kleiner Steg, ja, das ist eigentlich. Ah, und da war ein Loch. So, zumindest auch Okay, ein Generator läuft. Gut, ich starte diesen Server neu. Jetzt verbinde die Stromleitung mit dem jeweiligen Server. Dass immer die Wegbeschreibung mitgeliefert wird. Und zwar keine, das ist doch echt. Hier ist ja nichts. Oh, ihr zwei. Okay. Das war jetzt Anfall von Dummheit meinerseits. Ich habe die Lebensleiste übersehen. Yeah.
Warte mal, Alter, was habe ich denn jetzt schon wieder gehört? Was soll denn das jetzt? Kimpert jetzt darüber? Für die Versuche. Also mit kurzen Stoppen an. Zwei sind online, Virgil. Gut, ich starte neu. Soll ich die Leitung verbinden? Kannst du machen. Oder du wirst die anderen nicht machen. Das überlasse ich dir. Scheibenkleister! Okay, Elfenbeinling. So, schau mal. Elfenbeinling. Ist das Silber? Oh, Scheibenkleister. So, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder sterben. Oh, du. Okay. Okay.
Okay, das war jetzt scheiße. Ich hätte es fast geschafft, muss man sagen. Aber ich habe meine eigene Waffe getötet. Das habe ich. Ah. Back. Ah, da bist du. Wir haben im letzten Tunnelchen und den grünen Schlüssel finden. Beide geschafft wieder. Das war noch einer. Gibt's Probleme? Nein. Ich verbinde sie später. Ich sage jetzt gar nicht, wie das ausschaut. Jetzt vom Mal zu Mal schlimmer geworden. Thank you.
Okay. Wenn du jetzt halt um, genau richtig, aber jetzt schauen wir, was wir da vorne machen müssen. Okay. Okay, wie die da hochkommen muss, das muss ich vielleicht nochmal nachlesen. Fertig. Großartig. Dann wollen wir mal. Okay, hör zu. Wir müssen die vier Leitungen mit den jeweiligen Servern verbinden, damit alles klappt. Hast du verstanden? Alle vier verbinden. Hab's verstanden. Wo hast du gelernt, wie man das macht? Was? Den Computerkram. Hacken? Das habe ich mir selbst beigebracht, als ich ein Kind war. Schätze, es hat mir ein Gefühl der Kontrolle vermittelt. Kontrolle? Die hatten wir wohl alle, nicht wahr? Nein. Ich habe nie gedacht, etwas von mir versteckt wäre. Ich auch. Es ist dieses stechende Gefühl im Innern. Ich schätze, ich habe diese aufgebrauchte Energie fürs Hacken verwendet. Und du? Was hast du damit gemacht? Hab Dämonen getötet und rumgevögelt. Aber der Computerkram klingt auch in Ordnung. Fertig. Wiederhole das für alle vier und dann sind wir bereit. Okay, jetzt muss der Mond. Ich weiß, dass sie jetzt das, was ich gehabt habe, wieder aufgelöst hat. Okay, na, hat nicht passt.
Schon wieder Fehler. Großchinesen. Wenn man das jetzt rüber geht, dann trauen wir das um rum. Okay, probieren wir es jetzt einfach mal. Warte mal. Die Sonne. Muss da her. Nein, es war jetzt wieder falsch, weil das noch nicht stimmt. Na. Gabby Hops. Na, Mist, ich hätte erst den anderen rüberdrehen müssen. Wir sind bereit. So. Du weißt, was du tun musst. Du lockst ihn heraus. Ich schließe das Höllentor mit dem Yamato. Dann erledigen wir ihn. Eine Idee, wie ich ihn anlocken soll? Wir haben sein Kind getötet. Mach ihn wütend. Verstanden. Aber versuch nicht, ihn zu töten. Er ist unbesiegbar, bis ich das Höllentor schließe. Okay. Es wird ernst, Dante. Wir müssen einander voll und ganz vertrauen. Absolut. Und ohne zu zögern. Wir sind schließlich Brüder. Wieder viel zu lange gebraucht. Oh Gott. Naja, das war's für dieses Mal. Anscheinend stehen wir jetzt vor Mundus. Wir werden es mal probieren,
ohne einkaufen. Nur mit dem, was wir haben, und dann schauen wir mal. Ich glaube, dass der Mundus, den ihr seht, nicht blind sein wird. Nein. Aber ihr könnt mir positiv überraschen. Schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir Mundus in Austritten. Aber warum ist es 19? Und wenn wir schon sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lapis.